die Fraktion so viel Zeit soll sein. Und nun spricht für die Fraktion von Bündnis 90 Die Grünen der Fraktionsvorsitzende Herr Priggen. Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich glaube, wenn ich es richtig verfolge, Herr Lindner, wenn Sie sich Sorgen machen um Perspektiven der Ministerpräsidentin, die hält Ihren Job jetzt schon länger aus, als Sie je eine Stelle, an der Sie waren. Je. Sie waren immer vorher weg. Und ich will gar nicht so viel sagen. Sie haben im Moment eine wirklich harte Situation. Aber Sie sollten sich um die Zukunft von anderen Leuten viel weniger im Kopf machen, als um das, was Sie selber zu verantworten haben. Wenn ich in drei Landesverbänden, wo Wahlkämpfe sind, Auftrittsverbot hätte, wenn die Hamburger Vorsitzende montags nach der Wahl austritt mit der Begründung ihrer unsozialen Politik hier, dann gibt es wenig Grund, mit dem Finger auf andere zu zeigen, sich über deren Perspektiven Kopf zu machen. Erster Punkt. Gut. Ich muss eine Sache klarstellen. Eine Sache für meine Abgeordneten, für die SPD-Kollegen und die Landwirte in der CDU. Hier ist eben behauptet worden, der Kollege Remmel sei der Krisengewinner, der Erfolgreiche, der allen anderen im Kabinett vorbei das Geld abzockt und, und. Das hat mich gleich unruhig gemacht, weil ich Einsparmöglichkeiten gesehen habe und weil das natürlich nicht geht, dass der Finanzminister ihm das durchgehen lässt. Aber der wahre Hintergrund ist anders. Es geht um die Erhöhung der EU-Fördermittel pro Hektar, wo die nordrhein-westfälischen Landwirte bisher 33 Euro gekriegt haben, die in Ostdeutschland 150 nur nebenbei und jetzt 50 Euro pro Hektar kriegen. Das sind Mittel, die durchgeleitet werden, die da verwaltet werden und etatisiert werden. Mitnichten irgendein Krisengewinn, sondern was, was dann ankommt an Stellen, wo lange drauf gewartet wird. Ja? Gut. Verhandlungserfolg, da wird man noch bestraft. Also. Ja, gut. Aber wir wissen, von wem Sie bestraft werden, der Minister. Komm, ich würde gerne auf einen viel, viel ernsteren Kern eingehen. Ich bin jetzt 14 Jahre hier Abgeordneter. Das heißt 14 Mal Haushalte, Nachtragshaushalte, alles. Vier Koalitionsverhandlungen in dieser Zeit. Und dass die Haushaltssituation schwierig ist, ist hinreichend bekannt. Und ich hatte mir ein Stück weit versprochen, gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung, dass wir eine Debatte hier führen, die ein bisschen jedenfalls, Herr Laschet, weggeht von der ritualisierten Debatte, von den populistischen Schuldzuweisungen, mit einer wirklichen Analyse und nicht dieses im Prinzip statt Nanotechnologie Nanokaro, wie Sie es eben geliefert haben. Das ist aus meiner Sicht, Ihre ganze Analyse der Probleme, die hat eigentlich einen Hauptpunkt. Das Hauptstrukturproblem ist in Nordrhein-Westfalen, dass es eine rote Ministerpräsidentin gibt. Das alles. Doch, ja, das mag Sie dann zufriedenstellen. Aber was? Nein, wir müssten an der Stelle, doch wir müssten zusammen, weil das ist richtig angesprochen worden, alles, was Sie an Propaganda gegen Nordrhein-Westfalen machen, Sie meinen, Sie kriegen einen kurzfristigen politischen Vorteil, wenn Sie mit all den Etiketten, mit denen Sie Ministerpräsidenten etikettieren und andere nach draußen vermitteln, dass dieses Land an dieser Stelle hier völlig schief dasteht. Weil es gibt, das erlebe ich doch, wenn ich die Koordination der grünen Länder auf Bundesebene mitmache, wo die Regierungen aus 6 anderen Ländern vertreten sind, dann kriegen wir immer das gleiche Gegenbild, was auch gespeist wird durch Argumente, wie Sie anführen. Aber eindeutig, und das machen die doch nicht aus irgendwelchen Gründen, weil die ihnen glauben würden, sondern weil es ihren Interessen dient. Das heißt, was sie ein Stück weit machen, ist das Land runterreden und schwächen im Wettbewerb mit den anderen Ländern um eine faire Behandlung. Nicht um mehr, nicht um mehr. Nordrhein-Westfalen ist im Kern ein zutiefst solidarisches Land und es geht nie darum, mehr zu kriegen, als uns zusteht. Aber wenn ich den Königsteiner Schlüssel als Marke nehme und wenn ich die Belastung, die das Land hat, dann müssten wir uns zusammen dafür einsetzen, dass das gemacht wird. Und das würde als erstes heißen, das würde als allererstes doch heißen, dass wir an der Stelle uns verständigen, was ist die Ursache der tiefen finanziellen Probleme und der Strukturkrise, die wir haben. Das ist doch der allererste Punkt, weil wir nur dann gegenüber den anderen auftreten können. Nein, bei Ihnen ist immer das erste Übel, ist, dass die SPD regiert und schon zu lange hier regiert und Sie nicht regieren. Und es gibt Probleme, die sind viel tiefgreifender, das wissen Sie ganz genau. Ich komme gleich auf unsere lokale Sache dabei. Wir wissen, dass es der Strukturwandel in diesem Land ist, der über 50 Jahre dauert. Und dass dieser Strukturwandel sich nicht innerhalb einer Legislatur, auch nicht in den 5 Jahren, wo Sie hier in der Regierung waren, auch nur im Ansatz bewegt. Ja, aber das ist nicht die Grundlage Ihrer Politik. Wissen Sie, wir haben im Bergbau, der mit Ihrer Unterstützung beendet worden ist, 600.000 Bergleute gehabt.
Und wir haben 800.000 drumherum beschäftigt. Das sind 1,3 Millionen tariflich abgesicherte, vernünftige Arbeitsplätze, nicht für 400 Euro gewesen. Die sind alle weg, und zwar überwiegend im Ruhrgebiet. Ein Stück weit auch bei uns in der Aachener Region, Alsdorf, Basweiler. Wir beide wissen, das ist schon ein bisschen her, dass es die Probleme da auch noch gibt. Wir wissen den Niedergang der Stahlindustrie oder den Rückgang, sagen wir es mal so, der Rückgang. Ich weiß, dass ich selber als Ingenieur noch tätig war bei Hösch auf der Contiglühe, bei der Kokerei Kaiserstuhl. Wenn man sieht, wie weit das im Ruhrgebiet zurückgegangen ist, mehrere hunderttausend Arbeitsplätze. Wir haben zum Glück noch Thyssen und andere Stahlbetriebe. Die wollen wir auch halten. Und trotzdem ist es ein ganz großer Arbeitsplatzverlust. Wir wissen um den Rückgang der gesamten Textilindustrie. Früher Bielefeld, Münsterland, Krefelder Raum. Alles abgewandert. Und wir wissen auch, dass im Münsterland an der Stelle Maschinenbau gekommen ist. Wenn ich mir die Region um Rheine-Gronau angucke, da ist der Maschinenbau stark präsent. Das sind die Strukturprobleme, und sie konzentrieren sich bei uns im Ruhrrevier, im Bergischen Dreieck und minimal bei uns, aber die Aachener Region ist relativ stark. Das heißt, es konzentriert sich da. Und dann müssen wir an Herr Lienenkämper, Sie waren auch lange genug Minister. Sie hatten Verantwortung für Infrastruktur. Und Sie wissen ganz genau, Herr Groschek ist da anders dran gegangen, Sie wissen genau, dass die permanente Benachteiligung Nordrhein-Westfalens in wichtigen Infrastrukturbereichen allen anderen zu Pass kommt. Aber wir müssen uns aufstellen, müssen sagen, zusammen, müssen sagen, auch in Berlin, und müssen so auftreten, dass wir sagen, der Wettbewerb hier in Ordnung, aber gegenüber dem Bund, es geht nicht so weiter in relevanten Infrastrukturbereichen und bei den Ausgleichen. Ja, die Melodie, die Sie hier angeschlagen haben, eben hörte sich anders an. Ich will einige wenige Worte über Schüsse Ost. Wenn ich mit meinen Kollegen in den anderen Fraktionsvorständen zusammen bin, dann kommt natürlich auch rüber. Alle 5 ostdeutschen Länder haben Überschuss. Es sei ihnen gegönnt. Der Brandenburger Kollege klagt, dass sie nicht wissen, wo sie die Festgelder anlegen sollen, weil es zu wenig Rendite bringt. Selbst Berlin hat Überschüsse. Saarland, Sachsen haben sie gelobt. Das kann ich mir gut nachvollziehen. 4 Millionen Einwohner, 16 Milliarden Haushalt, davon 6,5 Milliarden vom Bund. Wenn ich das umrechne, wir 18 Millionen zu 4, müssten wir vom Bund 30 Milliarden Euro bekommen, wenn das gleich wäre. Das ist so absurd. Das heißt, die Ostdeutschen brauchten das, aber dass wir es jetzt mit über 500 Millionen pro Jahr aus den Kommunen finanzieren, das ist der Missstand, der nicht mehr weitergeht und wo an der Stelle Änderungen kommen müssen. Und ich habe schon angesprochen den Infrastrukturbereich Verkehr, bei dem Herr Lienenkämper zeitweilig ja auch Verantwortung hatte. Ich will ansprechen den Infrastrukturbereich Hochschulen, weil das da so frappant ist, was mit Nordrhein-Westfalen passiert. Die Bundesmittel für Aus- und Neubauten von Hochschulen und Universitätskliniken werden verteilt. Wir bekommen in Nordrhein-Westfalen 15,4% der Bundesmittel. Wir sind nach Königsteiner Schlüssel knapp 22. Wir bilden aber aus Studierende, 25,8% der deutschen Studierenden werden in Deutschland Studierenden. Das heißt, ein Viertel derjenigen, die studieren, bilden wir aus und kriegen 15% der Mittel für die Aus- und Umbauten. Das ist doch die Disproportion, die da ist. Und das zieht sich durch alles. Und da müssen wir uns zusammen aufstellen. Bei allem Wettbewerb sagen, das kann nicht weitergehen. Das muss auf eine faire Grundlage gestellt werden. Und ich will noch ein Beispiel bringen für die Solidarität, die Nordrhein-Westfalen hat. Die Fernuniversität Hagen hat 80.000 Studierende, eine gute Hochschule. Von diesen 80.000 Studierenden sind nur 31% aus NRW. 69% sind aus anderen Bundesländern. Aber wir tragen 2/3 der Kosten. Dieser Haushalt 61 Millionen, und wir machen es. Aber es ist eigentlich ein Umstand, der, wenn man fair miteinander umgeht, so nicht geht. Mir ist auch einleuchtend, dass wir ein bisschen mehr tragen, weil die Struktur bei uns ist. Das ist in Ordnung, aber nicht die Relation. Wir tragen 2/3, 30% kommen von uns und Bayern bezahlt nur das Briefporto. Das ist keine faire Relation. So. Jetzt haben wir die Aufgabe, der Haushalt wird heute eingebracht. Wir haben die Aufgabe zu prüfen, wieder zu prüfen, intensiv zu prüfen, ob all das, was wir machen, nötig ist, ob es zu teuer ist und wo wir einsparen können, weil es klar ist, dass wir sparen müssen. Und Herr Laschet, Sie haben den Vorschlag gemacht in der letzten Rede hier, die Sie mit der Verlesung des Amtseides begonnen haben, wie im Saarland 10% der Beschäftigten des Landes einzusparen. Und ich würde gerne weg von dieser Überschriftenfrage das mal durchdeklinieren, was das heißt. 10% einsparen. Wir haben die großen Personalblöcke im Bereich der Schule mit 152.000 Stellen.
In den Hochschulen finanzieren wir knapp 120.000 Stellen. Wir finanzieren Polizei und Kommunales 56.000, Justiz 32.000, im Finanzbereich 29.000, im Regierungsapparat 15.000, also Ministerien, Bezirksregierung und so weiter. Das sind zusammen rund 400.000 Stellen. Das heißt, wenn sich der Vorsitzende der Oppositionsfraktion hinstellt und sagt, Kramp-Karrenbauer, Saarland, bis 2020 10%, reden wir über 40.000 Stellen in Nordrhein-Westfalen. So, und wenn ich weiß, ich muss beim Personal genau hingucken, ich muss Einspareffekte erzielen, dann weiß ich auch genau, 40.000 Stellen einzusparen, müsste ja irgendwie machbar sein, indem ich belege, dass hier wirklich überproportional bedient worden ist und hier Bereiche sind, wo Personal, mit dem Personal, mit Einstellungen geaßt wurde. Und da fand ich es sehr hilfreich, dass die renommierte Firma PricewaterhouseCoopers, PwC, die ja viele Untersuchungen machen, uns im August, also wenige Tage alt, dieses Länderfinanzbenchmarking zur Verfügung gestellt hat, wo sie für alle 16 Bundesländer für die verschiedenen Regierungsbereiche vergleicht, wie hoch sind die Kosten in den einzelnen Ländern. Und ich will beginnen mit der Justiz, Herr Justizminister. Wir beginnen mit der Justiz. Da wird aufgeführt, wie viel Euro je Einwohner in den einzelnen Ländern aufgewendet werden. Da liegen wir an 11. Stelle, also ganz oben Berlin, aber wir an 11. Stelle. Das ist ja nun nicht ein Posten, wo wir dann sehr besonders viel Geld ausgeben. Nordrhein-Westfalen gibt 88 Euro pro Einwohner und Jahr aus und bei uns direkt dahinter 85 Euro Rheinland-Pfalz, 83 Niedersachsen. Daraus kann niemand herleiten, dass im Justizbereich überproportional Personal vorgehalten wird und Leute verwöhnt werden. Auffallen tut in der ganzen Liste Baden-Württemberg, weil die nur 40 Euro pro Einwohner aufwenden. Die haben aber, das ist eine Besonderheit, ein öffentliches Notariatswesen, wo die Notare das Geld verdienen und damit andere Bereiche quersubventieren. Wenn das jemand als Einsparoption mit reinbringen will, das ist mir jedenfalls neu aufgefallen. Es ist aber nicht nur so, dass die Eurokosten pro Einwohner und Jahr verglichen werden, sondern man vergleicht auch an der Stelle, weil auf den Gedanken kann jemand ja kommen, die Einnahmen. Ist es so, dass wir zu wenig einnehmen oder sind wir auch in den Einnahmen korrekt? Bei den Einnahmen liegen wir an Nummer 4 der Länderreihenfolge. Jetzt kann man immer noch sagen, wir gucken trotzdem, ob er noch ein bisschen mehr machen kann. Wir könnten ja auch Nummer 3 oder 2 werden. Aber mit 66 Euro je Einwohner und Jahr liegen unsere Einnahmen direkt hinter Bayern mit 67 Euro an 4. Stelle. Also die Einnahmeseite ist nicht vernachlässigt. Und dann komme ich zur Leistungsseite, weil auch das dazu gehört. Aber das ist das Letzte in der Justiz. Die Frage ist, wie viel erledigte Zivil- und Strafverfahren je 1.000 Einwohner leistet unsere Justiz? Da liegen wir mit 29,5 abgeschlossenen Verfahren an 4. Stelle aller Bundesländer. Das heißt, beim Personal an 11. Stelle, bei den Einnahmen an 4. von oben und bei den Leistungen auch an 4. Das ist eine Bilanz, die lässt sich sehen und kann auf keinen Fall dazu führen, dass ich 10% der Stellen einspare. Insofern wird der Bereich wohl ausfallen. Dann komme ich zum zweiten Bereich, jetzt ist der Innenminister nicht da, zum Bereich der Polizei. Bei der Polizei, beim Zuschussbedarf in Euro hier einmal, ja, aber so konkret ist das Leben. Ja? Wenn man 10% einsparen will, muss man schon mal darüber diskutieren, geht das überhaupt, sind wir da an der Realität. Zuschussbedarf je Einwohner bei der Polizei in Nordrhein-Westfalen an 13. Stelle der Bundesländer 140 Euro je Einwohner. Das heißt 13. ganz oben Berlin mit 328. Also auch in der Hitliste kann man uns keine großen Vorwürfe machen, dass wir da verschwenderisch mit Überausstattung, das ist ja auch nicht die Realität derjenigen, die in der Polizei arbeiten. Insofern lässt sich daraus nicht herleiten, dass wir übermöbliert wären oder zu viel Personal hätten. Und wenn ich dann die Personaldichte angucke, um den zweiten Faktor zu bringen, dann liegen wir je 1.000 Einwohner mit Nordrhein-Westfalen bei 2,7 Stellen in einem großen Block Rheinland-Pfalz, Bayern, Hessen, Niedersachsen 2,9 Stellen und wir mit Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg bei 2,7. Also auch bei der Personaldichte sind wir bei den sparsamsten Ländern mit Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg 14, 15, 16 von den Positionen. Also auch da keine Übermöblierung. Heißt, 10% der Polizei einsparen, 5.000 Stellen, hat mit der Realität hier nichts zu tun, Kollege Laschet. So, und ich gehe noch durch zwei Bereiche, weil das aus meiner Sicht sinnvoll ist. Ich würde gerne auf den Hochschulbereich kommen, weil ich das eine ganz, ganz spannende Debatte finde.
Im Hochschulbereich liegen wir gleichauf mit Bayern auf Platz 7 und 8, was den Zuschussbedarf in Euro je Einwohner angeht. Die Bayern 3 Euro mehr als wir bei 271 und wir bei 268 Euro je Einwohner und Jahr. Das heißt, der Vorwurf, wir würden nicht genug tun, ist an der Stelle überhaupt nicht haltbar, wenn ich ihn mit den... Ja, Frau Ministerpräsidentin, Sie wissen es genau als ehemalige Fachchefin. Ich habe das nächste Blatt noch, das soll in der Hochschule sein. Wir bilden aus, und da sind wir spitze an der Stelle mit, wir bilden aus Studierende je 1.000 Einwohner 34, Platz 4, Hessen hat 35 unter allen 16 Ländern. Bayern bildet aus 26 Studierende. Das heißt, mit gleichem Mitteleinsatz 26 pro 1.000 Einwohner und wir 34. Wir bilden 50% mehr an Studierenden aus. Und ich habe vorhin schon gesagt, 25,8% derjenigen, die in Deutschland studieren, studieren hier. Weit mehr wie Königsteiner Schlüssel. Daraus jetzt herzuleiten, wir könnten 10% der 120.000 Stellen einsparen, hat doch nichts mit der Realität zu tun. So. Und ich glaube auch nicht, wenn Armin Laschet und ich, wie wir beide in der schönen alten Kaiserstadt Aachen leben, wenn wir zum Rektor Ernst Schmachtenberg in die RWTH gingen und sagen würden, wir wollen 10% der Stellen bis 2022 einsparen, dann würde er uns bei aller Freundlichkeit, die ihm eigen ist, rausschmeißen und zu Recht. Und da wir die doppelten Abiturjahrgänge haben, geht das nicht. So, wenn wir wissen, bei Polizei, bei Justiz, bei Wissenschaft geht das nicht, dann kommen wir jetzt zum Lieblingseinsparschwein der Opposition, die Regierung und den Regierungsapparat. Das ist auch das Letzte, was ich an der Stelle von den Zahlen vergleiche, aber es ist einfach hochspannend. Die Frage ist, was kostet die politische Führung und die zentrale Verwaltung an Zuschussbedarf je Einwohner und Jahr? Und da liegt Nordrhein-Westfalen an allertiefster Stelle. 87 Euro je Einwohner und Jahr wird für die Landesregierung und Landesverwaltung aufgewandt. Das nächste Land ist Niedersachsen an zweitniedrigster Stelle. Und die, ich will Ihnen die anderen sagen, Hessen 158, Schleswig-Holstein 188, Rheinland-Pfalz 147. Wir liegen mit 87 Euro weit, weit unter allen anderen Bundesländern. Wirklich, der nächste hat 110. Das heißt, wir sind diejenigen, die die billigste Landes- und Regierungsverwaltung haben. Und wenn man dann meint, man kann an der Stelle die Preis... Entschuldigung, ja, ich habe es verstanden. Wir haben, ich werde es korrigieren, wir haben im Vergleich mit allen anderen Bundesländern die sparsamste und preiswerteste Landesverwaltung. Und diese 40.000 Stellen dann da einzusparen, bei den hat auch mit der Realität nichts zu tun. So. Ich mache das deswegen und habe es so ausführlich gemacht. Man muss nicht alles glauben, was BWC sagt, aber wir befassen uns seit Jahren mit der Frage, wo sind die Einsparpotenziale, die Frage, wo sind in Anführungsstrichen Übermöblierung, was können wir da machen, was muss da weg. Und wenn ich durch diese Bereiche durchgehe, dann geht es nicht. Insofern ist der Ansatz, populistisch zu sagen, 10% weg, einer, der mit der Realität in diesem Land nichts zu tun hat. So, und jetzt komme ich zum Bereich Schule. Der Bereich Schule spielt ja immer eine bestimmte starke Rolle in der politischen Auseinandersetzung. Der Kollege Obtendrenk, vorhin noch vom Finanzminister gelobt, und ich bin mir sicher, er ist sachkundig, hat am 8.8. in der Rheinischen Post gesagt, er fordert eine Demografierendite bis 2017 in den nächsten 3 Jahren von 300 Millionen. Das heißt, 6.000 Lehrerstellen in den nächsten 3 Jahren einsparen. Das ist die Forderung der CDU. Gleichzeitig, ich meine, Herr Laschet fordert bei 10% 15.000, insofern kann ich mich beim Kollegen Obtendrenk bedanken, dass er so sparsam ist und schon mit der Schule umgeht. Aber gleichzeitig beklagt die CDU die zu hohen Eingangsklassen. Da muss man irgendwann sagen, was machen wir jetzt? 6.000 Lehrer noch rausziehen, dann werden die Klassen noch größer. Aber das kann die Opposition natürlich beides gleichzeitig machen. Gleichzeitig fordert die CDU zusätzliches weiteres Personal für die Inklusion. Und wir haben 1.200 Stellen zur Verfügung gestellt für die Absenkung der Klassenfrequenzen. Das, was wir mit der CDU vereinbart hatten, mit Karl-Josef Laumann. Wir stellen 3.200 Stellen für die Inklusion zur Verfügung.
Wir stellen 1.700 Stellen zur Verfügung für die kleinen Grundschulen, mit der CDU vereinbart, auf dringenden Wunsch der CDU-Kollegen, damit im ländlichen Raum kurze Beine, kurze Wege haben und die Kinder dahin kommen. Das sind 6.000 Stellen. Die stellen wir aus einer Demografierendite zur Verfügung. Wir haben den Pakt mit den CDU-Kollegen gemacht, dahingehend, dass wir in der Schulstruktur 10 Jahre lang das, was verabredet worden ist, machen. Da kommt dann die Opposition, die gleiche CDU, jetzt wieder und sagt, zusätzliche 6.000 oder wenn man Laschet folgt, 15.000 Stellen. Das geht alles nicht. So kann man das nicht machen. Aber das ist ja nicht alles. Das ist ja nur die Bilanz des Stellenabbaus. Ich komme jetzt, lieber Kollege Laschet, jetzt komme ich zu den Mehrforderungen. Da haben Sie ja auch keine Hemmung. Gleichzeitig die Ministerpräsidentin die Landesregierung angreifen und bundesweit diffamieren, für zu viel Geld ausgeben, aber bei den Mehrforderungen null Hemmung. Der Kollege Ten Humberg fordert, dass alle Kitas verpflichtende Öffnungszeiten bis 18 Uhr haben, nennt aber nicht den Preis dafür. Wissen Sie, da muss man auch irgendwann mal sagen, wie viel Millionen kostet das jetzt und muss ich wirklich, wenn ich eine Betreuung mache, auch das, was über den Kernbereich hinausgeht, natürlich gibt es Leute, die in Schichtarbeit auch abends nochmal Bedürfnisse haben, muss ich das und kann ich das alles abdecken? Wenn wir es per Gesetz regeln würden, müssten wir es auch bezahlen. Das ist mit Sicherheit konnexitätsrelevant. Forderung einfach in den Raum. Gleichzeitig möchte er 100 Millionen Schulsozialarbeit zusätzlich vom Land. Das hat das Land bisher nicht bezahlt. Ich finde die Forderung ja gar nicht verkehrt. Aber das Land hat das noch nie bezahlt und es ist nicht Landesaufgabe. Es ist von Frau von der Leyen bezahlt worden und es müsste jetzt von Frau Nahles bezahlt werden, aus meiner Sicht. Aber es ist nicht Landesaufgabe. So, die Kollegen Sternberg und Schemmer, die haben ja auch wenig Probleme, zusätzliche Mittel zu fordern. Denkmalpflege mit dem verstiegenen Satz, es verstöße gegen die Landesverfassung, dass Minister Groschek sehr große zinsgünstige Darlehen anbietet und die einzelnen Kleinzuschüsse an der Stelle einspart. Das heißt, da macht jemand eine Sparoperation, die sinnvoll ist, bietet eine gute Alternative an und dann ist das laut Herrn Professor Dr. Dr. Sternberg schon wieder verfassungswidrig. So, der Kollege Laschet hat am 12.06. zusätzliche Mittel für die Ausbildung von Pflegekräften gefordert, allerdings auch ohne Bezifferung, wie viele Millionen das sein sollen. Kollege Ten Humberg am 5.06. die Erhöhung der Kindpauschale um 3%, 44 Millionen. Der Kollege Kaiser, der sehr geschätzte Kollege Kaiser, für die Grundschulleitung mindestens A14, mindestens die jetzt A12, also in einer Zeit, wo wir darum kämpfen, dass wir die Besoldungsanpassung weitergeben können, pauschal 2.800 Schulleitungen, mindestens A14, mindestens 10 Millionen Euro. Wir haben es ja. Am 26.08. der Kollege Cooper, zusätzlich 100 Millionen Euro vom Land für den Unwetterfonds. Der Grundgedanke dahinter, einen Fonds aus GfG-Mitteln zu bilden, der auch bei Herrn Cooper auftaucht, finde ich richtig. Aber wieso das Land nochmal 100 Millionen? Wir haben es ja. Wir schwelgen im Überschluss. Und dann am 5.9. der große Wurf von Herrn Laschet, nochmal wieder gefordert zum dritten Mal, 100 Millionen Schulsozialarbeit plus 35 Millionen für die digitale Bildung plus 15 Millionen für die Lehrerfortbildung plus 85 Millionen Masterstudiengänge plus 25 Millionen für die medizinische Fakultät in OWL. Summe 400 Millionen zusätzliche Forderungen, gleichzeitig uns beschimpfen, dass die Schuldenaufnahme erhöht wird und eine Reihe undifferenzierter Positionen zusätzlich. Das ist solide Finanzpolitik. So. Diese Mehrforderungen der CDU vom 5.9. haben dann am 6.9. zu dem Kommentar von Herrn Vorholz geführt im Westfälischen Anzeiger. Und ich lese es noch mal vor, weil es so schön ist. Nur eine Oppositionspartei kann sich ein solches Wünsch-dir-was-Vorgehen leisten. Die CDU-Parlamentarier gleiten bei aller berechtigten Kritik an der rot-grünen Landesregierung mit ihrer Schlagzeilenpolitik zunehmend vom seriösen Pfad ab. Statt eine klare Linie zu verfolgen, setzen die Christdemokraten mehr und mehr auf eine Strategie, die populär bis populistisch daherkommt. Das ist richtig, was er gesagt hat. So. Jetzt kommt immer wieder die Argumentation, aber der Bund gibt doch zusätzliches Geld mit den BAföG-Mitteln. Das kommt immer wieder die Argumentation. Und dann sage ich, was haben wir nicht? Unter schwierigen Diskussionen
geleistet an zusätzlichen Mitteln, die der Bund angeboten hat. Und wir haben zusätzliche Mittel in die Hochschulen. 409 Millionen Euro haben wir zusätzlich in den Haushalt reinbeschlossen. Und das tut weh, weil man das über Schulden dann finanzieren muss oder andere Sachen. Aber wir haben es gemacht, weil der doppelte Abiturjahrgang in den Schulen, Hochschulen drin ist. Davon 306 Millionen für die Hochschulen und 103 für die FH. Das heißt, wir haben das gemacht. Wir haben bei der Inklusion in einem sehr schwierigen Prozess, wo der Kollege Römer ja eine sehr starke vermittelnde Rolle eingenommen hat, 35 Millionen Euro zusätzlich geleistet, damit die Inklusion losgehen kann, in Übereinstimmung mit den kommunalen Spitzenverbänden, und nicht die Eltern, die darum kämpfen, dass ihre Kinder eine Chance haben, wegen eines nicht aufzulösenden Zwistes zwischen uns und den kommunalen Spitzenverbänden an der Stelle die Chance nicht haben. Aber 35 Millionen Euro. So, dann haben wir mit dem dritten Kinderbildungsgesetz noch mal 100 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. 1 Milliarde insgesamt mehr, weil es eine Titanenleistung ist, neben dem Kindergarten und neben der Schule noch ein System der U3-Betreuung aufzubauen. Und wir wissen, dass es dazu gehört, dass die jungen Frauen und Männer, die Kinder kriegen, das erwarten und das auch wünschen. Aber es ist eine zusätzliche Leistung. Wir haben 1 Milliarde mehr. Ja, aber wenn Sie uns darstellen, der letzten 4 Jahre, und ich weiß, wie wir arbeiten, dann stellen Sie uns immer dar, als ob wir nur noch überlegen, wo ist das nächste Fenster, was wir öffnen können, wo wir das Geld rausschmeißen können. Und das, was wir machen, was wir zur Verfügung stellen, findet bei Ihnen keine Erwähnung. So. Ich habe ja am vergangenen Sonntag darauf verzichtet, nach Dortmund zu fahren, um mir das Fußball-Länderspiel anzugucken, und habe den Sonntag zugebracht und alle Reden, die der Kollege Laschet hier als Fraktionsvorsitzender in der neuen Funktion gehalten hat, gelesen und anderes. Und ich habe auch, ja, ich habe ja auch die Einsparvorschläge der CDU-Kollegen gelesen, aber ich bin auf eine, mein Mitarbeiter hat mir die letzte Rede von Herrn Laumann dazu gelegt, die zur Haushaltsverabschiedung am 18.12. Die Rede ist interessant. Ich will den Satz zitieren, den ich spannend finde. Kollege Laumann, das ist ja sowas wie eine ehrliche Haut. Wir haben ihn erlebt in den Jahren, dass er immer wieder an Punkten, wo man es nicht erwartet, ja, ich will ihn damit positiv als jemanden beschreiben, der hier, als wir über Schule und anderes diskutiert haben, unerwarteten Schritt manchmal gemacht hat und gesagt hat, das ist vernünftig so im Interesse der Kinder. Bei der Forensik hat er gesagt, jede Ministerin, die neue Forensikstandorte ausweisen muss, wird nie glücklich. Aber wir machen es nicht zum Wahlkampf, das lokal diskutiert, aber wir machen es nicht zum Wahlkampf, zur Auseinandersetzung, weil es auf dem Rücken der Leute ist. Das meine ich als Beispiel. Laumann hat aber den bemerkenswerten Satz am 18.12. in der Rede gesagt, wir werden wohl in Nordrhein-Westfalen nie nur durch Sparen zu einem ausgeglichenen Haushalt kommen. So, das finde ich aber einen bemerkenswerten Satz, weil Sie immer wieder öffentlich den Eindruck verwenden, das Problem hier sei das offene Rausschmeißen von Geld durch die Landesregierung, die Koalitionsfraktion. Deswegen finde ich das. Und Sie und Herr Oppenreng versuchen, den gegenteiligen Eindruck zu erwecken, wenn Sie pauschal 40.000 Stellen streichen wollen oder Herr Oppenreng 6.000 Lehrer. Das wird nicht gehen. Und ich sage es nochmal, die Arbeit wird konkret werden. Herr Laschet, Sie haben in Ihrer letzten Pressemitteilung gesagt, Schluss mit der Lila-Laune-Politik. Das war der Satz, wo ich dann gelacht habe am Sonntag. Das gilt für Sie. Das gilt als allererstes für Sie. Die Nummer, einfach pauschal, das geht nicht mehr. Wenn der Kollege Oppenreng sagt, Zitat, die Schulverwaltung sei mit hunderten Stellen übermöbliert, dann habe ich ja grundsätzlich für den Gedanken, genau zu gucken, brauche ich in der Schulverwaltung alle noch? Kann das, was die machen, nicht direkt in den Schulen gemacht werden, indem ich den Schulleitern mehr Verantwortung gebe? Kann das unten erledigt werden? Das ist die Grundfrage. Aber dann muss es konkret werden. Hunderte von Stellen, 3 Fragezeichen. Und dann lassen Sie uns darüber reden. Welche Aufgabe muss da nicht mehr gemacht werden? Was kann in den Schulen geregelt werden? Wo kann ich das hingeben? So sähe es ganz konkret aus, aber eben nicht so pauschal. So. Ich will Ihnen noch 2 Beispiele liefern, wo wir Detailarbeit machen müssten. Und hier. Ich will das ansprechen. Innenminister ist nicht da, er wird mich dann nachher schlagen. Aber ich will noch mal ansprechen die Frage der Polizeistruktur, Herr Kollege Laschet. Weil wir haben darüber diskutiert, dass wir in Nordrhein-Westfalen 47 Kreispolizeibehörden haben. Die Hessen haben 7, die Bayern 11, Rheinland-Pfalz 5. Berlin lasse ich jetzt außen vor mit 1. Das heißt doch, wir müssen an der Stelle, ich habe vorhin gesagt, wir können Stellen da nicht einsparen, aber wir müssen an der Stelle gucken, was können wir an Effizienzen heben in unseren Strukturen, die gewachsen sind, die aber heute besser und schneller und mit weniger Häuptlingen auskommen könnten, während ich unten jeden Streifenbeamten und jede kleine Wache vor Ort lasse.
Das ist der entscheidende Punkt. Und wir beide, Kollege Laschet und ich, wir wissen aus der Städteregion Aachen, dass wir für Stadt und Kreis Aachen eine gemeinsame Polizeipräsidium haben und dass das da hervorragend gemacht wird. Und wieso, frage ich mich immer wieder, das, was bei uns gut geht, und es ist keine Wache in der Eifel geschlossen worden, wieso geht das nicht von Düsseldorf aus für Mettmann und auch für Neuss? Warum müssen wir da drei haben? Warum kann ich nicht zugehen und sagen, die Indianer, die unten die Knüppelarbeit machen, die Streife schieben, die Arbeit machen, die erhalten wir, aber oben dünnen wir das, was an Führungsebene ist, ein Stück weit aus und holen uns die Effizienz. Das wäre unsere Aufgabe, wenn wir das überprüfen wollen. Der Innenminister hat jetzt diese Arbeit eingeleitet, wird das machen. Und diese Effizienzen müssen wir heben. Das ändert nichts an der Grundpersonalfrage. Aber wir müssen uns genau der Aufgabe stellen. Nur ich habe doch keine Illusion. Wenn wir es anpacken, wenn wir so einleuchtend argumentieren und sagen, das, was in Hessen, Bayern, anderen Ländern ging, muss doch ein Stück weit auch bei uns gehen. Dann sind Sie der Erste, der auf der anderen Seite ist und sagt, Sicherheitsrisiko, was macht ihr hier an der Stelle? So. Und ich will ein zweites Beispiel ansprechen, weil mir das aufgefallen ist. Meine Kollegin Schäfer hat uns alle dazu bewogen, uns Feuerwehrleitstellen in Nordrhein-Westfalen anzugucken. Weil wir müssen ja nicht nur diskutieren, was machen wir, wir müssen auch diskutieren, wo sind derartige sag mal, Einrichtungen, die reduzierbar, einsparbar sind, auch bei uns in der Fläche, in den Kommunen. Wir haben in Nordrhein-Westfalen 52 Feuerwehrleitstellen, 52 von 54 Gebietskörperschaften. Es gibt nur zwei Gebietskörperschaften, die haben das zusammengelegt. Das ist wieder Aachen und es ist Wuppertal-Solingen. Und ich sage es jetzt mal, Berlin hat eine Feuerwehrleitstelle für 4 Millionen Menschen. Hamburg hat eine, Schleswig-Holstein 7. Die Niederlande haben für 17 Millionen Menschen 10. Und wir haben 52. Das ist eine Relation, wo man sagen muss, das kostet immer in der Führung zusätzliches Geld. Es gilt die Einsatzzeit. Wenn eine Brandmeldung kommt, muss in 8 Minuten Feuerwehrwagen da sein. Das heißt, die Arbeit machen, sind dann da. Aber in den Führungsebenen, in der Steuerung, habe ich doch Synergieeffekte, die hatte ich vor 40 Jahren nicht. Aber heute mit der modernen Kommunikationstechnik, wenn ich in Aachen bin, in der gemeinsamen Leitstelle früherer Kreis und jetzt Stadt Aachen, dann habe ich da, das sieht aus wie in einem Kraftwerk, Leitungsterminal. Da sitzen die, machen die Rettungseinsätze und die Feuerwehreinsätze. Und wenn dann Fettdonnerstag ist, sitzen da ein paar mehr Leute und steuern das. Aber die bewältigen das. Wieso brauchen wir so viel? Wieso brauchen wir im Ruhrgebiet alleine 14 Leitstellen? Ja, ich müsste das Ruhrgebiet mit Berlin oder anderen vergleichen können. Berlin eine, wir 14 im Ruhrgebiet. Da müssen wir dran gehen. Und ich habe auch da keine Illusion. Wenn, ja, bitteschön, Herr Kollege Laschet. Ich weiß doch, wer als Erster auf der anderen Seite ist und danach alle Feuerwehrleitstellen. Ja, so ist das dann. Und trotzdem müsste es angepackt werden. Ja, so. Nein. So, heute diskutieren wir. Die ganze Rede geht konkreter die Probleme und Aufgabenstellung an, als Sie das in Ihrer Nano-Rede eben gemacht haben. Ja? Wir diskutieren heute die Einbringung des Haushaltes 2015 und den Nachtrag. Wir haben 4 Jahre lang eine deutlich fallende Linie der Neuverschuldung hingekriegt. Und wir haben ein Problem, das will ich ja überhaupt nicht leugnen, an 2 Stellen, die wir mit dem Haushalt und in den Beratungen in der Folge bewältigen müssen. Wir haben eine doppelte Nullrunde beim Verfassungsgericht nicht durchbekommen. Das Verfassungsgericht hat anders geurteilt. Und wir müssen jetzt das, was wir an Personaleinsparungen holen wollten, ohne großen Stellenabbau in einer anderen Form holen. Das heißt, wir haben eine erste Einspartranche und werden in den nächsten Jahren 150 bis 160 Millionen pro Jahr auch im Personalbereich einsparen müssen. Das ist einfach ein Teil der Konsolidierung. Und wir haben als zweites die Einbrüche bei den Steuern, vor allen Dingen bei der Körperschaftssteuer. Und da habe ich doch eben die ritualhaften Vorwürfe an den Finanzminister gehört. Es wäre wieder Verschulden hier des Finanzministers und der Führung im Lande. Dann gucke ich mir mal nur 3 Bundesländer an. Wir haben von Januar bis Juli im Vergleich zum Vorjahr bei der Körperschaftssteuer -15%. Das sind bei uns 581 Millionen weniger. Baden-Württemberg hat im gleichen Zeitraum +87%, 358. Hessen, wie mir von denen geholt, hat im gleichen Zeitraum -78,5%. So, und jetzt mache ich in der politischen Liturgie, so wie die Kollegen aus der Opposition das machen, folgende Zusammenfassung. Der grüne Ministerpräsident holt +87, die rote Ministerpräsidentin ist mit -15 im Mittelfeld und der schwarze in Hessen hat -78. Also wer kann es? Das ist doch albern. Das ist doch eine völlig alberne Betrachtung. So.
Wir werden mit dem Haushaltsentwurf bis zur Verabschiedung im Dezember 3 Monate haben, die sehr intensiv und sehr schwierig werden. Ich sehe, dass wir Einsparvorschläge von der Opposition nicht bekommen. Ich gehe einmal davon aus, dass Sie mit Begeisterung allen Einsparvorschlägen, die wir ausarbeiten, die wir reinbringen, dann zustimmen werden. Aber wir müssen an der Stelle die Schuldenaufnahme absenken. Es nützt nichts. Wir haben einen Weg bis jetzt gehabt und wir müssen ihn fortsetzen und wir müssen alle Instrumente, die wir haben, dafür nutzen. Das wird unsere Aufgabe, Regierungsfraktionen und andere, in den nächsten 3 Monaten sein. Das wird noch viele spannende, konkrete Diskussionen mit der Opposition geben und ich freue mich auf die Debatten. Herzlichen Dank.